Freitag auf der Buchmesse in Frankfurt und Carina ist bei uns und hinter dir liegt der zweite Buchblog Award. Happy? Sehr happy und zufrieden und glücklich, mindestens genauso glücklich wie die Gewinner. Du hast ja im letzten Jahr hast du das ja in den Start gebracht und da gab es schon eine Riesenresonanz. Wie war die Resonanz in diesem Jahr? Wir hatten dieses Jahr ja ein anderes Verfahren. Es gab Nominierte, keine Longlist, aber eben viele Nominierte und da waren 700 Blogs drauf. Was? 700? Mhm. Ja, also Blogs also, und Kanäle. Deutschsprachig? Nehmen wir Österreich und Schweiz mit dazu oder nur Deutschland? Nee, wir nehmen Österreich, Schweiz mit dazu, da sind wir nicht so. Wir nehmen auch nicht nur Blogs, sondern wir nehmen auch Facebook-Kanäle, YouTube-Channels, Instagram-Kanäle und Podcasts mit dazu, weil die ja auch über Bücher bloggen im weitesten Sinne. Und ihr habt in diesem Jahr nicht nur einen Blog ausgezeichnet, sondern ihr habt Kategorien entworfen, in die ihr jeweils die Blogs gepackt habt und dann die besten gewählt habt, richtig? Richtig. Wir hatten dieses Jahr 9 Kategorien. Das kam aus dem Feedback im letzten Jahr schon so ein bisschen raus. Die Szene ist einfach zu groß, um sie mit einem Haupt- und einem Sonderpreis auszuzeichnen. Da haben wir diesmal also wirklich 9 Kategorien gebildet. Das waren hauptsächlich Genre-Kategorien, also Literatur, Kinder- und Jugendbuch, die Fantasy, da gab es auch die Allesleser, die man einfach nicht zuordnen konnte. Und dann aber auch ganz neu die Newcomer und dann nochmal die anderen Formate, wo dann also die Instagrammer, YouTuber und so weiter dazugehören. Das ist immer noch ein Bereich, der wächst vermutlich? Ja, das wächst auf jeden Fall und das wächst vor allen Dingen auch in den verschiedenen Formaten. Und es wird immer professioneller. Das hat auch die Jury festgestellt beim Sichten der Kandidaten. Die Bookstagrammer, Booktuber, die werden immer besser ausgestattet, haben immer mehr Ahnung von dem, was sie tun. Und das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Und es wird auch stärker gesehen von den Verlagen? Ja, absolut. Die Zusammenarbeit gibt es ja schon, die funktioniert auch schon, im großen Teil sehr, sehr gut. Die Blogger haben ihre Blogger-Treffen, auch die Verlage sind eben auf den verschiedenen Kanälen aktiv, sodass man da interagieren kann miteinander. Wie betreut ihr denn als NetGalley irgendwie die Verbindung zwischen Verlag und Blogger? Ja, NetGalley als Plattform ist ja quasi eine Schnittstelle zwischen Verlagen und Bloggern. Nämlich da, wo die Blogger bei den Verlagen die Leseexemplare anfragen können und dann eben auch ihr Feedback an die Verlage zurückspielen können. Also du hattest gesagt, es gibt 9 Kategorien und in jeder Kategorie gibt es natürlich einen Preisträger. Worüber können die sich freuen? Die bekommen alle einen Bücherscheck über 100 Euro. Das ist natürlich toll, können sie neuen Lesestoff kaufen. Dann bekommen sie ein Porträt auf börsenblatt.net, also auf der Online-Präsenz des Börsenblatts. Und sie können ab Mitte Oktober gemeinsam einen Büchertisch gestalten bei Dussmann, das Kulturkaufhaus in Berlin, wo sie also alle zwei Buchtipps abgeben, die dann dort ausgelegt sind auf einem speziellen Buchblog-Award-Tisch. Das kann dann jeder dort bestaunen und die Bücher natürlich auch kaufen. Es wird natürlich ein Award in 2019 geben. Wann geht's da los? Also in der großen Euphorie heute war der ganze Stress vergessen und wir haben gesagt, na klar, machen wir weiter. Also es ging dieses und auch letztes Jahr im August los. Ich denke, dann peilen wir das auch wieder an. Aber jetzt erholen wir uns erstmal und freuen uns über die Gewinner von diesem Jahr. Finden die Geschichten Sie oder suchen Sie die Geschichten, über die Sie schreiben? Die finden mich. Also suchen muss ich eigentlich nicht. Also ich schreibe, glaube ich, weil ich Bücher liebe und weil ich eben auch schon als Kind Astrid Lindgren oder Ingrid Bleiten war damals so angesagt, habe ich immer das Buch so hin und her gewendet und das, da drin die Welt, außen eigentlich nur Papier und hinten drauf stand eben dieser Name, Ingrid Blyton, wie sich das alles ausgedacht hat und ich habe, oder Astrid Lindgren dann, ich habe gedacht, ich will das auch können, also ich will auch so Welten erschaffen können, also ich finde das magisch. Lass uns reden über Annette Hess. Dem geneigten Fernsehzuschauer sollte sie bekannt sein als Drehbuchautorin von Weißen See und Kudamm 56 und 59. Hast du alle drei Sachen geguckt? Ja. Ja, ich muss gestehen, ich habe nur Weißen See geguckt, aber mit sehr viel Hingabe. Weil das fand ich toll. Ich alles mit ganz viel Hingabe. Okay, das andere muss ich mir noch anschauen. Aber Annette Hess hat jetzt ein Buch geschrieben und war viel unterwegs auf der Buchmesse in Frankfurt. Und du hast sie schon in sehr, sehr viele Länder verkauft, denn das ist, was du machst. Du verkaufst unsere deutschsprachigen Autoren in
die Welt. In die Welt, genau. Und bei Annette Hess ist uns was gelungen, was irgendwie gar nicht so oft passiert, dass wir schon 2 Monate vorher erscheinen, schon in 15 Sprachen das verkauft haben. Woran glaubst du liegt das? Also ist es einfach nur so, okay, da waren tolle Fernsehserien und da kommt was... Das hat mit Fernsehen eigentlich gar nichts zu tun. Also das, glaube ich, war jetzt nicht der Name und alle haben gesagt, ach, Weißen See, und jetzt macht ja, hat sie auch noch einen Roman geschrieben. Was sie besonders gut kann, ist ja einen besonderen historischen Zeitpunkt nehmen und den erklären durch die Perspektive einer Familiengeschichte. Und das war das mit Weißen See in der Stasi und Kudamm und dem Nachkriegsdeutschland und jungen Frauen. Und das ist jetzt eben... Bei Deutsches Haus ist es die Auschwitz-Prozesse und wie eine junge Frau erfährt, dass ihre Familie in Kriegs- und in Nazi-Deutschland anders involviert war, als sie bisher gedacht hat. Und da geht es einfach darum, wie geht man mit Vergangenheit um und wie geht man mit Familiengeheimnissen um, in die man lange, lange Zeit nicht wusste. Wenn du so einen Titel auf den Tisch bekommst, merkst du das gleich, wenn es irgendwie so, wenn es so Potenzial hat? Ehrlich gesagt, bei dem war es mir jetzt nicht sofort so klar, weil die Leute immer denken, ah, sobald es Zweiter Weltkrieg und immer in Deutschland und Nazis, dann können wir das immer sofort verkaufen. Mhm. Aber das ist nicht mehr so. Also heutzutage musst du schon auch was Besonderes haben und einen besonderen Blickwinkel haben oder eine besondere Geschichte erzählen, die darüber hinaus läuft. Und insofern, von vornherein war das jetzt nicht hundertprozentig klar, dass das so gut werden könnte. Mhm. Und was aber so schön war, dass wir hatten ja erst nur diese Leseprobe und dann haben wir immer mehr Text bekommen. Und ich habe mit der Lektorin ja relativ eng zusammengearbeitet und wir haben auch immer zusammen gelesen. Und da war das irgendwie auch so ein ganz besonderes Erlebnis, wie sich dieser Roman entwickelt. Und die großen Länder sind verkauft, aber was halt total schön ist, wenn du ein Buch hast, wo du sagen kannst, es hat sich in 17, 19, wie auch immer, plus Länder verkauft, das gibt ja noch ganz viele andere Länder. Also jetzt, wir haben zum Beispiel noch nicht Asien, das ist sozusagen der nächste Angriff, noch mehrere skandinavische Länder. Jetzt heute Morgen kam ein russischer Verleger vorbei, hat mir gleich irgendwie sozusagen am Tisch ein Angebot für Annette Hess gemacht. Welches sind die anderen Highlights aktuell? Also Christian Berkel und... Definitiv, weil es ja auch heute erscheint. Und Corinna Bohmann. Also Corinna Bohmanns Die Löwenhof-Serie hat sie ja wirklich nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und diese Serie ist einfach, es scheint etwas zu sein, was diese Art von Buch, was überall läuft. Also zumindest in Europa und wo auch eine große Leserschaft zu vermuten ist für viele Leute. Okay, man hört es an deiner Stimme. Du musstest viel, viel reden heute und gestern und vorgestern. Du bist schon lange da. Von daher... will ich dich nicht weiter strapazieren. Vielen Dank für die Infos und noch eine schöne Restmesse. Ja, danke.